Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie ja zur recht frühen Stunde im Namen von FXLIT herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Live Trading unter der Leitung von Thorsten Helbig. Bevor ich jedoch an Thorsten weitergebe, noch kurz zwei, drei Bemerkungen zu den Risikohinweisen. Das Webinar dient selbstverständlich nur zu Schulungszwecken. Die Handelsentscheidungen treffen Sie bitte eigenständig und verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FXFlat entsprechen. Ja, mit den kurzen Worten übergebe ich an Thorsten, der schon mit den Hufen scharrt. Ja? Thorsten, du bist bereit? Immer bereit. Okay, dann viel Spaß an alle Teilnehmer. So, ich muss dann nur mal gucken, welchen ich übertrage, damit ich mit dir nichts Falsches seht. So. Super. Und da sind wir schon. Einen wunderschönen guten Morgen. So wie Wolle ihm gerade gesagt hat, unter der Leitung von Thorsten Helbig. Respekt. Weil Wolle wird sich jetzt wahrscheinlich verabschieden. Er ist es nicht gewohnt, so morgens zeitig aufzustehen. Er müsste sich jetzt mal aus seinem Schlafanzug schälen und noch Haare bürsten. Also alle beide, die noch da sind und Schlafanzug aus und so, ne? So Ich habe gar das keinen an. Übliche. Oh, Hundebabys. Also, Ich wenn bleib ihr. dran. Ich bleib dran. Ja. Ich habe dadurch, dass wir die letzten 3 Wochen ja die Webinare morgens ausfallen lassen haben oder keine Webinare machen konnten, eins war nicht angesetzt, eins musste ich ausfallen lassen, habe ich beschlossen, heute einen Urlaubstag zu opfern und heute früh mal mit Wolle hier durch die Charts zu kämpfen, da unser Nelson sich um seinen Nachwuchs kümmert zurzeit. Doch hier sind Bilder, mein lieber Manfred, irgendwie mal auf Neuladen gehen oder so, weil das Bild wird übertragen, wenn ich das richtig sehe. Wir werden uns heute hauptsächlich erstmal um den Euro kümmern, das zweite dann um den DAX, so wie wir das gewohnt sind morgens. Ich wollte erst mit einer Webcam arbeiten, das mache ich aus zweierlei Gründen nicht. Erstens mal hatten wir heute einen Temperatursturz hier im Spreewald, im wunderschönen Spreewald. Wer mal abtouren will, kann gehen ja hierher, sollte aber ein Jahr vorher buchen, weil hier ist es brechend voll. Wir hatten einen Temperatursturz und wenn ich jetzt eine Webcam hier draußen hinstellen würde, würde die sofort beschlagen. Luftfeuchtigkeit ist nicht von schlechten Eltern. Und draußen ist es kalt, wie man sieht. Ich glaube, wir haben gerade 13 Grad. Aber es wird heute wärmer und wir werden die letzten Urlaubstage hier noch genießen. Nächste Woche dann wieder in altgewohnter Form. Und ich werde ab Dienstag dann ganz normal wieder in den Arbeitsrhythmus zurückkehren. Es tat sehr gut. Wir haben festgestellt, dass wir den letzten Urlaub vor über 2 Jahren hatten und das wurde mal Zeit. Okay, wir starten mit dem Euro. So, ich habe hier mal die Linien oder unsere Linien von gestern eingezeichnet und mache das Bild mal ein bisschen größer, so dass wir auch nur den 16. und 17. sehen. Der Plan gestern wäre gewesen, dass wir hochlaufen. Wir müssen ja immer so zu der Zeit gucken, wo der Markt startet. Dann wäre der Plan gestern gewesen, bis da hoch und dann da runter. Das hier verschiebe ich mal ein Stück. Ich habe ganz bewusst auch gestern keinen Tagesausblick geschrieben oder so, weil ich mal checken will und mal gucken will, wie kommen denn unsere Paternoster auch mal klar, wenn man sie alleine lässt.
Und das klappt manche Tage recht gut und manche Tage eben nicht so gut. Und ich glaube, gestern war da so der eine oder andere ziemlich unglücklich, weil er ein paar Sachen verpasst hat. Also der Lauf gestern wäre gewesen bis zur 59, 63, maximal bis zur 85. Das heißt, der erste Start ist hier in diesem Bereich, kann man das erkennen? Oder bin ich zu klein? Nee, nicht ich. Wie ja, zu klein oder erkennen? Also wenn das jetzt hier im Hintergrund irgendwie grunzen sollte oder so, bitte nicht denken, dass das Wolle im Schlafanzug ist oder dass hier irgendein wildes Vieh schnarcht hier draußen, sondern mein Hund liegt mir gegenüber hier auf dem Sofa. Ihm ist das zu früh. Auch er hat Urlaub und hat sich jetzt hier hingebettet. Und es könnte etwas lauter werden. Der Kleine ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Okay, also der erste Start wäre hier gewesen. Ich rede hier von Surferzeit, 10.40 Uhr. Also 9.40 Uhr normale Zeit, 10.40 Uhr Serverzeit wäre hier der erste Start gewesen, wenn man mit einer LPO, also einer Limit Pullback, arbeitet. Die Marke ist bei der 63, also gehört die LPO auf die 61 und das High war bei 61,5. Also wäre hier in diesem Bereich ein Start möglich gewesen. Die Folgekerze ist gefallen bis zur 55, also 6 Punkte. Das hat nicht gereicht, um den Stop-Break-Even zu ziehen. Hier wäre nach unserem Regelwerk gestern Morgen der erste Minus-Trade entstanden. Ich rede nicht von einem Fehltrade. Ein Fehltrade wäre, wenn man Scheiße baut, aber der hier wäre regelkonform gewesen. Und damit ist es ein fachgerechter Minus-Trade, um mit Michael seinen Worten zu reden. Danach der Bruch von der 63,5. Hier oben hat man nichts zu suchen. Die Bestätigung von der 63,5 und dann stand die 85 als nächstes auf der Agenda. Wenn wir uns die mal reinziehen, die Marke original bei der 84,9. Also 85, die Linie gehört sogar auf die 84,5 dahin. So, und wenn wir die 84,5 haben, wieder die Limit Pullback, dann auf die 82, dann haben wir hier an diesem Muster 12.50 Uhr, also kurz vor Mittag, genau entweder die Limit Pullback gegriffen oder an diesem Zielbereich die Alternative, sogar diese Formation zu handeln. Wir haben den Schlusskurs, den Close bei 1.18.82.0 und hier den Open 1.18.82.0, also identisch. Der Schlusskurs von der blauen Kerze ist identisch mit dem Eröffnungskurs der roten Kerze. Und wenn wir den haben und der Schlusskurs hier unten, ist es ein klassisches Engulfing. So, wenn diese Kiste anfängt zu laufen und die geht schön durch bis zur 62, 61 sogar hier unten, 20 Punkte kann man überlegen, nimmt man hier sein Tagesziel mit und lässt das ganze Ding dann in der Ecke liegen und sagt, man macht sie einen schönen Tag oder zieht man dann Stop Break Even und arbeitet die Zielbereiche ab, das ist dann jedem überlassen. Auf jeden Fall wäre hier ein Tagesziel realistisch gewesen. Die nächsten Ziele waren dann die 1.18.50, die 28 und dann unten die 20 und die 15, die er dann sowie die 94 und wir sehen, wie er auch diese Marken hier direkt, nachdem er die 1.18.50, dazu bitte mal das Webinar vom 30.06. anschauen, Performance verbessern mit Europro und Zielbereichen, wenn die 1.18.50 bricht, dann ist in der Regel dann die 1.18.28 auch hier die nächste Nummer und die hat er gleich mit Bravour genommen, um nach unten durchzuschießen.
Gestern Abend die News, nochmal ein Fake oben über die 1,1850. Ich glaube, die war kaum zu greifen. Die war sehr schwierig. Wichtig ist auch hier eher, dass die Ziele Bestand haben. Und unter der 94 haben wir dann die 1,1760, sollte das sein, 59 normalerweise. Ja, die 1,1759 noch auf dem Deckel. Und die hat er sich dann heute Nacht gegriffen. Wir sehen unsere Zielbereiche von gestern früh. Zack, zurück. Die anderen noch mal ganz kurz angeteasert. Hier durch und Schlusskurse, Eröffnungskurse immer schön an der Linie. Noch mal ein kurzer Rücklauf heute Nacht, um dann durchzuschießen, das Ding wieder zu brechen. Zurück, Bestätigung, zack und haargenau die Nummer, um dann eine alte Marke von vor 3 Tagen mitzunehmen, die 1,1736. Was erwartet uns hier? Was geht hier weiter? Wir haben hier diese Abwärtsbewegung als Maßstab. Das ist die Abwärtsbewegung im September, die dass der DAX, wundere mich schon über die Zahlen hier, wo ich denn mein Euro hier, da haben wir, die Abwärtsbewegung im September. Wir haben hier die 61,8, da 61,866, die hat er mit der Marke hier oder mit der Nummer hier vor einer guten Woche sauber abgeholt, um dort eine lange Lunte zu basteln. Und seitdem bewegt er sich hier in dieser Flagge da. Und wir können auch hier wieder erkennen, solche Sachen kann man bei uns im Seminar lernen. Wir können hier sehen, zack, 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 einmal gebrochen, dieser Bruch. Erstmal ein Fake, danach sollte der nächste Bruch Erfolg haben. Und wir sehen hier wieder einmal unten durchgeschossen, zack, nach oben nochmal ein Fibo angelaufen, hier ein 50er Level, den nochmal bestätigt und dann geht es bergab. Jetzt heißt es nur noch für die, die dabei sein sollten, ich weiß nicht, wer von unserem illustren Haufen hier in dieser Schose mitturnt. Wir können das anders machen. Wir können da auch was Schönes reinmalen. Zack. Da haben wir nämlich hier die Abwärtsbewegung. Dann sehen wir nämlich auch gleich mal. Zack. Dass wir nämlich für die unteren Ziele nicht mehr viel Zeit haben. Abwärtsbewegung, zack, die hier fing viel zügiger an, wurde dann hier unten langsam, die hier war hier oben langsam und wurde hier unten nachher zügig. Das heißt, Zeit haben wir rein theoretisch noch bis morgen Mittag, um da unten zu landen. Und ja, komme ich gleich drauf. Lutz, sehr aufmerksam. Wir haben dann hier unten das Ziel erstmal bei der 1,1660 und danach sollten wir die nächste Korrektur kriegen, die diesem auch ungefähr identisch sein sollte. Zack, nämlich da. Und wenn er sich an Muster hält, dann darf er danach dann die dritte Abschlusswelle starten und die
sollte dann hier unten landen. Zack, wo sind wir da? Bei der 1,1567. Und wenn wir diese ganze Geschichte hier jetzt so aufgebaut sehen, kann auch das hier eine SKS werden. Sehr aufmerksam von meinen Jungs. Da Schulter, Kopf, quasi Modonummer. Und dann haben wir hier eine schöne Nackenlinie. So, die idealerweise, die verläuft bei 1,1765, also ungefähr. Die sollte jetzt bestätigt werden. Und wenn wir diese Nummer nach unten auflösen, und wir dürfen nicht vergessen, die werden in der Regel sehr schnell aufgelöst, sehr zügig, dann landen wir sogar eine ganze Ecke tiefer, je nachdem, wann die anfängt zu laufen. Diese Linie hier, wir haben eine steigende Nackenlinie. Das heißt, das Risiko für die Händler wird, je später es wird, immer größer. Dann haben wir das Ziel sogar hier unten bei der 1,15. Und wo wollen wir hin? Wer hat sich die Marken aus den letzten Webinaren gemerkt? Wo wollen wir hin im Euro, um eventuelle optimistische, bullische Positionen zu starten? Der Sven hat aufgepasst, immerhin einer, hat wenigstens mal einer zugehört. Wir wollen knapp über die 1,15. 1,15,10 wäre unser Idealszenario. Das heißt, hier unten kommt die heiße Phase. Die zweite Welle sollte in der Regel länger werden als die erste. So, ich verschiebe das jetzt mal ganz bewusst, weil wenn diese zweite Welle sich nur ein kleines bisschen verlängert, dann geht die dritte Welle auch tiefer los und führt dann auch weiter runter. Also der heiße Bereich, den wir haben für mittelfristige Long-Positionen, bewegt sich hier in diesem Bereich. Zwischen der 1,1570 grobe Richtung und der 1,15 glatt. Okay? So, wie handeln wir sowas? Gucken wir mal unsere Marken für heute. Da haben wir sie. Da ist unser Bereich für heute. Und zwar haben wir zwei Routen. Ich weiß, der ein oder andere lauert hier fürchterlich auf den DAX. Wir haben zwei Möglichkeiten. Rote Route, wenn er hier runterläuft an die 1,1738, 1,1702, dann warten hier oben noch ein paar bei der 1,1820. Viel höher sollte er nicht laufen. Alles, was hier an Stops bei der 1,1850 gelegen hat, wurde gestern bei den News abgeräumt dort oben. Das heißt, hier unten eine kleinere Position für die Munitionskammer oder für die Pulverkammer, um dann nach unten durchzuziehen. Das ist Route A, die passieren kann. Und Route B geht da hoch, die mache ich jetzt mal blau, damit wir unsere Route da auch drin haben. Und dann direkt. Das heißt, wir arbeiten
Ich schreibe jetzt die Marken hier nur einmal rein. Nach oben bis Max 1,1825. Dann abwärts bis, was haben wir uns gerade rausgeholt? Bis wohin dürfen wir abwärts? Ja, die 1,15 noch nicht ganz. Die kommt erst mit der dritten Welle. Wir haben gesagt 1,1660 circa, weil dann kommt die nächste Korrektur oder darf kommen. Da haben wir die Zwischenmarke. Zweite Welle bis da runter und dann nach da hoch. Okay? Genau. Manfred und Markus, Bienchen ins Mutti-Heft schreiben, Papa zeichnet gegen. So, also nach oben bis maximal 1,1825 und dann 1,1660. Hier bimmelt das bei mir im Hintergrund wie verrückt. Ich weiß nicht, ob man hört. Aber, okay, das ist unser Plan. Kann man den nachvollziehen? Okay. Genau, Lutz, so ist es. Die Dachse werden geholt. Da ist es. Okay. Den gucken wir uns aber anders an, nämlich hier. Ich habe heute Morgen einen Tagesausblick geschrieben, den ich... Kann ich den... Nee, kann ich nicht. Schade. Doch, ich kann darüber schieben. Pass mal auf, machen wir mal anders. Da kann ich ihn trotzdem nicht sehen. Achso, ihr seht den. Hahaha. Wir haben gestern Abend um, nur mal für die, die nicht bei uns im Paternoster Club sind, wir haben gestern um 19.55 Uhr, könnt ihr nachgucken, machen wir gleich mal gemeinsam, da wir jetzt steigende Kurse sehen, ist Shorten angebracht. Also unter 5 Minuten Kerzen einstoppen lassen, Stops schnell BE. 20.34 Uhr und dann gesagt, ich starte jetzt DAX Shorts bei 13.262. Was kann keiner lesen? Ach, den Tagesausblick heute. Ups. Da ist was schiefgelaufen. Okay, aber ihr findet den Tagesausblick im Paternoster. Auf der Paternoster-Seite. Okay, 20.34 Uhr haben gesagt, wir starten DAX Shorts jetzt bei 13.262. Um 21.06 Uhr haben gesagt, über Nacht gehe ich BE. Und um 21.40 Uhr. Für die, die nicht dabei sind, ja, solange begleiten wir Positionen abends, wenn wir welche im Markt haben. Wenn wir Positionen gemeinsam eröffnen, dann begleite ich die auch, bis meine Frau mir meinen Kamillentee gekocht hat und mich ins Bettchen schickt. Und um 21.40 Uhr haben wir gesagt, unter 13.180 geht der Turbo an und unter 13.125 bricht der DAX weg. So haben wir es geschrieben. So, auf Slack, das lösche ich mal schnell. Das mache ich nachher nach dem Webinar manuell nochmal. Okay, wir haben gesagt, unter 13.180 geht der Turbo an. So. Da haben wir die 13.180 und der Turbo ging an heute Nacht um 3. Und dann hatten wir Luft bis zur 13.125. Darunter haben wir gesagt, bricht der DAX weg. Dann legen wir auch die Linie auf die 25. Da. Ja, ich habe ganz bewusst ein paar Punkte darunter gewählt.
Wir haben den Schlusskurs hier von dieser Kerze direkt exakt auf der 25 und dann hat er hier bei der 25 auch Kurs gebremst und darunter haben wir gesagt, bricht er weg. Als nächstes Ziel nach unten, egal wo er heute früh noch hinmarschiert, hier ist im Moment selbst im H1 alles so ziemlich kaputt. Idealerweise haben wir um 9 Uhr einen Schlusskurs unter der 13.087, weil dann werden wir sehen, wie alles nach unten wegbröckeln wird. Wenn wir hier die ganze Geschichte ein bisschen größer machen, dann sehen wir, dass wir als nächste Marke die 12.860 haben. Die kommt von dieser Linie hier. Diese Linie hier bitte nicht außer Acht lassen. Das hier waren die Non-Farm Payrolls am Nachmittag, als die Non-Farm Payrolls waren, wo er so weit weggebrochen ist. Da hat die Linie richtig Halt geboten, um dann direkt danach wieder nach oben zu marschieren. Nämlich dann gleich in der Nacht nach der Markteröffnung am Sonntag. Und dann nochmal hier unten diese Linie. Das heißt, die hat hier jedes Mal mit diesen Spikes hier unten gehalten. Also schaut es euch ganz genau an. Wenn er jetzt hier runterläuft und bei der 13.860 hier in diesem Bereich, je nachdem, wann das passiert, zeichnet euch bitte diese Linie ein. Wenn diese Linie hier unten hält, müsst ihr damit rechnen, dass er wieder zurückgeschossen wird. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich völlig beruhigt sein, wenn er diese Linie bricht. Weil wenn er diese Linie bricht, dann haben wir hier unten immer noch die Marken, die 12.780, 12.860, nicht 13.860. Danach haben die 12.780, 12.750, 12.627. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, haben wir dann last but not least da unten die 12.210, die aus diesem Move hier hoch nochmal geholt werden sollte. Auch diese Geschichte hier, wenn ihr euch entsinnt, die habe ich mit Nelson zusammen noch angefangen zu handeln. In einem Webinar am Donnerstag früh, da standen wir noch in Finnland, in Heinola auf dem Platz. Das war das Ziel aus der SKS. Und wenn ihr euch diese Linie hier einzeichnet, müsst ihr das auch mal umgedreht oder solltet ihr es auch umgedreht machen. Und hier aus dieser SKS diese Linie hier nach unten mal einzeichnen. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr sehen, diese Muster, die wir hier jetzt haben, 1, 2, 3, immer diese Peaks nach unten, dass die irgendwann dazu führen, dass diese Linie auch bricht. Wie machen wir das jetzt? So. So. Ups, mein Hund schnarcht hier. Der Glückliche. Wolle denkt jetzt wahrscheinlich, oh, jetzt möchte ich auch Hund sein. So. Hier haben wir diese ganze Geschichte nämlich genau umgedreht. Kann man das überhaupt noch erkennen vor den lauter Linien? Sonst mache ich einen nackten Chart. Kann man das noch erkennen? Sonst macht euch hier einfach mal einen Screenshot, dann habt ihr die Marken auch parat. Okay. Nur mal zum Vergleich, wir hatten hier das gleiche Spiel. Da das erste Tief, da nochmal angelaufen, da angelaufen, da angelaufen, Schwung geholt, um dann direkt nach unten durchzuballern in einer Rutsche. Wenn wir das jetzt andersrum sehen, hier das erste Tief, da das zweite, da das dritte, drei Anläufe. Das heißt, er darf jetzt locker auf jeden Fall nochmal bis da runter laufen, hier unten aufpassen, wenn er dann diese Marke knackt.
dann den nächsten Rücklauf benutzen, um direkt dann diese Ziele anzusteuern. Nächstes markantes Ziel 12.627. Aber wenn jetzt richtig Dynamik reinkommt, die gestern Abend gestartet ist, glücklicherweise, wenn da jetzt richtig Dynamik reinkommt, dann werden diese Marken hier unten nicht mehr viel Halt bieten, sondern die werden wahrscheinlich regelrecht überrannt, wird wahrscheinlich kurz gebrochen, einmal ganz kurz bestätigt, nochmal durchgeschossen, wieder bestätigt, um dann nach unten wegzubrechen, Richtung 12.210. Stops werden sauber Break-Even nachgeführt, hoffe ich. Meine Position, ich habe ganz bewusst hier jetzt alles davor gepackt. Mein Stop liegt davor, damit man nicht sieht, wie groß die Positionen sind. Wir haben, ihr wisst ja so, der ein oder andere, dem gefällt das ja nicht. Wir haben gestern Abend bei wir hatten das High bei 13.266 und gestartet sind wir bei 13.262. Warum sind wir da gestartet? Wir haben hier gestern, oder ich habe für mich die Entscheidung gestern da ad hoc getroffen, nachdem wir hier diese Aufwärtsbewegung hatten. Ich habe noch geschrieben, wir lassen uns unter den 5-Minuten-Kerzen einstoppen. Zack, zack, zack. Und diese Kerze hier nachher hatte den Schlusskurs bei 13.265 und diese Kerze hier und das Low bei 13.260. In einer Aufwärtsbewegung macht diese Kerze eher den Eindruck, dass sie, wenn wir diese Kerze unten haben, am Ende einer Abwärtsbewegung, dann ist das ein ganz klares Umkehrsignal nach oben. Viele interpretieren das Gleiche auch hier oben. Hier oben ist aber eher genau das umgekehrte Signal nach meiner Interpretation. Ne? Nach meiner Interpretation. Und wenn wir jetzt schauen, wir haben hier um 21.35 Uhr. So. Auch hier 21.35 Uhr, da. Da oben haben wir genau dieses Geplänkel hier, da. Wir kreisen das mal ein, Rechteck, da. Und genau nach dieser Nummer habe ich entschieden, mich hier drunter unter diesem Geeier einstoppen zu lassen und hier zu shorten. Und als das Ding dann anfing zu laufen und direkt, wir sind jetzt im 1-Minuten-Chart, wenn er so eine Marken holt, und wir gucken uns das gleich im 5-Minuten-Chart nochmal an, was er da geholt hat, als er da hochgelaufen ist bis an die 13.270, ja nicht ganz, 68 glaube ich war das High, und mehr, 66,8, also 67 war das High, wenn er diese Marken geholt hat und dann anfängt zu fallen, dann kommt er in der Regel auch richtig Dynamik rein, die sich dann auch richtig da reingesteigert hat. Und hier hat er gestern nichts weiter gemacht, als einfach nur nochmal diese Nummer hier, einfach nur mal die Stops geholt. Was man gut machen konnte, war hier, wenn man meiner Meinung gefolgt ist, also nicht blind hinterhergetretet hat, sondern wenn man meiner Meinung irgendwo gefolgt ist und diese ganze Geschichte akzeptiert hat, dann konnte man mit Stops hier oben über der 13.277 arbeiten. Wenn man den noch 10, 13 Punkte Luft gibt, hat man einen
Stop von 30 Punkten. Deswegen habe ich gesagt, ich ziehe den Stop schnell hinterher. Wir sind gestartet mit Stops bei 13,450, also mit 170 Punkten Stop. Das war immer unser, unser Maß für den Start. Deswegen haben wir gesagt, wir ziehen die Stops schnell hinterher. Und dann gehörten sie über die 13,277, um sie dann auch schnell Break-Even zu ziehen und über Nacht beruhigt zu schlafen. Und wenn man dann morgens aufsteht, ganz entspannt und schon mal auf seinen Deckel guckt und sieht, dass man jetzt 200 Punkte hat, dann kann man den Tag auch entspannt angehen. Wir dürfen bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass wir eine sehr gute Urlaubsvorbereitung hatten. Es stand fest, dass wir ab dem 6. September 2 Wochen Urlaub machen und haben am 1. September, an dem Tag, guckt euch die Webinare vom 1. und 2. September an. Ich hoffe, die sind frei, ansonsten schalte ich die nachher noch öffentlich. Schaut euch die bitte mal an. Wir haben am 1. September 345 Punkte gemacht. Wir haben ein Monatsziel von 200 Punkten und haben das am 1. September weit übererfüllt und deswegen konnten wir uns auch entspannt zurückziehen. Der Europol liefert noch keinen Entry, soll dann trotzdem nach Zielbereichen gehandelt werden. Die Fragestellung alleine ist schon strafbar. Es soll überhaupt nicht gehandelt werden. Es darf gehandelt werden, wenn man denn möchte. Hier im Euro, der DAX ist, glaube ich, klar, ne? Oder sind da noch Fragen offen? Der Thorsten W., ein Thorsten mit H. Klar, deswegen handelt er nachts um 2.44 Uhr oder 2.43 Uhr und sitzt morgens um 7.45 Uhr schon wieder vorm Chart und lauscht den Worten von dem anderen Thorsten mit H. Respekt. Bist du Eule? Im ersten Leben gewesen? Der SL hierfür kommt darauf an, was man will. Wer seinen Tag beenden will, der zieht die Reißleine und sagt, leck mich. Und wer die Nummer bis zur 12.200 durchziehen will, das will ich, weil mein Monatsziel ist lange drin. Ich kann mir so eine Sachen jetzt erlauben. Der packt lässt seine Stops erstmal break even und wartet 9 Uhr ab. Was ein interessantes Level ist, ist hier die 13.180. Um, wenn man von der 13.260 kommt, kann man, muss gucken, was ich jetzt rausschmeißen kann. Da haben wir den Fibo, der sollte raus. Zack, okay. Wenn wir nämlich diese ganze Bewegung jetzt mal sehen und ich werte die erst ab hier, dann bis da runter, wo wir jetzt gewesen sind, dann darf er genau bis an die 13.180 nochmal korrigieren. Bisher, wenn das hier das Tief bleibt. Also Stops hier oben drüber zu legen, ist nicht unsinnig. Und wenn man sie wenigstens, wenn man von der 13.262 kommt, legen wir doch mal eine Nummer dahin, dann sind wir bei der 13.200, 13.210. So, und das können wir auch hier da reinziehen. Stopp für Shorts ab 13.262 auf 13.210. Dann haben wir 52, da fehlt eine 3. So, auf 13.210. Selbst dann fliegt man mit 62 Punkten raus. Wer diese
Nummer nicht so weit zurücklaufen lassen will, was ich auch verstehen kann, der muss dann irgendwo seine Nerven schonen und die Reißleine ziehen. Aber es gibt ja keine Empfehlung. Wir haben die letzten Wochen, Monate schon viele, viele Positionen gehandelt, wo wir 3-4 Mal Break-Even geflogen sind, aber dann hat es einmal geknallt und dann haben wir diese ganze Nummer durchgezogen. Nur so haben wir auch am 1. des Monats unser Monatsziel schon einfahren können. Auch nachdem wir vorher bestimmt 5-6 Mal Break-Even rausgeflogen sind. Aber immer wieder, gestern auch wieder die ganze Fragerei immer, ja, deine Shorterei, warum gehst du nicht mal long und bla bla bla. Ich habe es schon ein paar Mal erklärt, dass ich mir eher hier oben Marken suche. Ich kann mich durch alle Zeiteinheiten hangeln. Gucken wir uns das doch mal hier in 4 Stunden an, wie schön er sich hier oben festgefahren hat. Hier passiert ja nicht mehr viel. Man nennt das Ganze auch Rauschen. Hier passiert einfach nicht mehr viel, außer dieses Hin und Her. Ich kann noch machen, was ich will. Gehe ich hier unten long, selbst hier, diese Peaks, die hätte ich nutzen können. Den hier habe ich verpasst. Selbst wenn ich hier long gehe, kann ich meinen Stop dort drunter setzen und habe das Ziel da oben. Nach Regelwerk muss mein Stop aber da drunter, um auf höhere Kurse nach oben raus zu spekulieren. Für alle die, Entschuldigung, die da oben schon mal hier in der Ecke schon mal eine 14 in der Traumfantasie im Köpfchen haben. Die müssen ihre Stops dort unten hinpacken. Und dann bin ich hier oben irgendwo bei einem Risiko von 600, 700, 800 Punkten in der Spekulation, da oben rauszugehen. Dass das hier oben raus sehr schwer wird, ist klar. Also mache ich es doch umgedreht und suche mir doch lieber Marken hier oben, die mich dazu berechtigen, mit einem kleineren SL und damit mit einem besseren CRV zu handeln. In welche Richtung ich handle, ist ja scheißegal. Ich will Geld verdienen. Fertig. Wir haben hier unten den letzten Abstoß hier, nämlich nach oben hier. Wir haben hier die erste Welle. Ah, ich glaube, ich nehme doch mal einen neuen Chart. Geht, glaube ich, besser. Oder? Und wir nehmen da. So. Wir nehmen eine neue Short Anna. Wir nehmen eine Short Analyse. So, brauche einen kleinen Augenblick. Er ist morgens nicht schneller als Wolle. So. Und jetzt nehme den Jungen nochmal hier ins Gebet. Wir haben hier die erste Nummer. Ja, das war der erste markante Abmarsch nach unten. Und solange diese Marke hier oben nicht kaputt ist, solange die 13.450, solange die nicht kaputt ist, solange kommen keine steigenden Kurse und keine steigenden Szenarien für mich in Frage. Das hier ist die Hauptader, die wir haben. Alles dazwischen, habe ich gerade erwähnt, ist Rauschen. Das hier ist die Hauptader und wir haben dann die erste Aufwärtsbewegung. Das heißt, diese Abwärtsbewegung sollte in 2 Wellen auskorrigiert werden. Und diese 2 Wellen haben wir locker weg. Wir haben hier die erste Welle und wir haben die zweite Welle. Die zweite Welle war länger als die erste. Die nach A gleich C hatten wir hier dieses Hoch. Und über alles, was über diesem Hoch ist,
zählt als zweite Welle regelkonform zu Ende gebracht. Wir haben hier oben da dann bei 13.300 und nicht 19, da bei 13.318 das Hoch markiert. Und dieses Hoch haben wir am 14. morgens bei der Markteröffnung, also vor 3 Tagen, bei der Markteröffnung ganz kurz durchschossen um 20 Punkte. Das heißt, alles, was wir machen, dürfen wir jetzt mit Stops da oben drüber. Wir haben hier das Hoch nach der zweiten Welle und wir haben hier ein nachlaufendes Hoch. Das heißt, die Stops hier oben drüber sind ebenfalls abgearbeitet. Das hier die letzte Auftriebsader. Und daraus ergibt sich hier unten die 12.979 und die 12.950 und die anderen Marken haben wir, wo haben wir die gehabt? Da drinnen? Ja. Da haben wir dann die nächste. Ah, da haben wir sie drinnen, ja. Da. 13.860 und dann die Marken hier unten. Davon könnt ihr euch jetzt bitte noch einen Screenshot machen, weil bei mir gibt's gleich Frühstück. Hoffe ich. Jedenfalls, ne? Okay. Ich hoffe, ihr konntet. Ich war jetzt nicht zu schnell. Ansonsten müsstet ihr euch die Aufzeichnung anschauen. Die Aufzeichnung können wir ja veröffentlichen, oder Wolle? Ich glaube, Florian macht das bestimmt fertig irgendwie und dann können wir die Aufzeichnung davon hochladen. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen meine Denken. Kann aber dauern, weil der Florian ist in der Schule. Nelson ist nicht da und ich habe keine Möglichkeit, in das Tool einzugreifen, um die Filme hochzuladen und die Videos hochzuladen. Also ich schätze mal, vor Ende nächster Woche wird das nichts. Okay. Ich muss, dann gucke ich mal, ob ich das wenigstens für unsere Leute hochladen kann. Ich werde es versuchen. Wichtig ist mir, in diesen Webinaren meine Denke zu zeigen und meine Marken offen zu legen, damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, wie ich oder wie wir bei uns arbeiten. Und ja, diese Art zu handeln, die kann man bei uns lernen. Deswegen zeigen wir euch die auch und präsentieren euch die dementsprechend. Wir arbeiten mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Ich mache nichts Kompliziertes, keine komplizierten Berechnungen oder sonst irgendwas, sondern ich versuche immer aus dem Verhalten der anderen Händler meine Handelsweise abzuleiten. Und damit ist das hier auch mein Weg. Und wer das möchte, der kann uns gerne eine Mail schicken und kann uns gerne folgen. Und wir hoffen, dass wir selbstverständlich unsere Marken hier unten auch noch sehen werden. Aber die Dynamik, die da reinkommt, ist nicht von schlechten Eltern. Entscheidend wird jetzt kurz vor 9 sein. Kurz vor 9 oder um 9 wird er wahrscheinlich nochmal ganz kurz hochspiken, um dann hoffentlich nach unten wegzubrechen. Das Potenzial hat er. Die Bullen, die klappen langsam ein und die Bären gewinnen hier langsam extrem an Kraft. Das ist ihr immer noch jeden Tag das gleiche Phänomen. Wenn der Euro Gas gibt, dann bleibt der DAX hängen. Und wenn der DAX Gas gibt, dann bleibt der Euro hängen. Das heißt, hier im Euro kann es heute ein bisschen länger dauern, aber auch hier bleibt es der gleiche Weg. Okay, wie gesagt, ich werde es versuchen, gleich zu konvertieren. Da ich im Urlaub bin, kann das ein bisschen dauern, bis die Konvertierung fertig ist. Und werde es dann in den dementsprechenden Gruppen auch veröffentlichen. Und damit will ich, Wolle kann sich wieder hinlegen.
Hattest ja jetzt eine Dreiviertelstunde, nee, hat sogar fast eine Stunde Zeit, die Pediküre und Maniküre fertig zu machen. Ich hoffe, der Lack ist jetzt trocken und kannst jetzt frisch manikürt dich wieder in die waagerechte begeben. Ich werde jetzt ein bisschen an die frische Luft gehen und das die letzten Sommertage draußen noch genießen. In unserer Gruppe bei den Paternostern und bei den Forex-Prolern. Wir sehen und hören uns wieder kommenden Dienstag früh um 7:45 Uhr. Den Tagesausblick für heute werde ich gleich nochmal manuell in die Gruppen kopieren. Und dann haben wir auch den Plan für diese Woche und den Rest machen wir nächste Woche Dienstag weiter, wenn wir dann wieder normal im Geschäft sind. In diesem Sinne sage ich danke, danke an Wolle, dass du so früh aufgestanden bist und dass wir hier ein bisschen Gehirnschmalz loswerden durften. Und wir hoffen, den einen oder anderen konnten wir unsere Denkweise ein bisschen näher bringen. Ja, danke, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten aus dem Spreewald heute. Ja, von meiner Seite auch an alle Frühaufsteher. Vielen Dank für euer Interesse. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Erfolg heute beim Traden oder auch die nächsten Tage. Und ja, bis zum nächsten Webinar, sage ich mal. Angenehmen Tag noch. Ciao.